Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist. Doch, ist klar. Okay, los geht's. Wie kann ich mein Gegenüber lesen? Indem wir uns wieder anschauen, wie die Leute gestrickt sind und welches Verhalten die an den Tag legen. Ihr wisst ja, Aufgaben ergebnisorientiert, Menschen beziehungsorientiert auf der Vertikalen, extravertiert, introvertiert auf der Horizontalen, ergibt vier Typen. Der rote Typ. Was sehen wir in der Körpersprache? Die Körpersprache ist forsch, direkt, kontrollierend, raumgreifend, sehr, sehr von sich selber überzeugt. Die Stimme ist stark, klar, direkt, zielstrebig, gerne auch laut. Welche Worte benutzt er? Er spricht über Ergebnisse, er spricht über Nutzen, er spricht über, was habe ich davon? Er spricht über das, was er will oder sie. Der Gelbe dagegen, Körpersprache ist offen, fröhlich, ausdrucksstark. Leute, die extrem in der Gegend rumfuchteln gerne. Auch raumgreifende Gestik, aber mehr auf eine spielerische Art. Die Stimme ist auch laut, aber laut, weil die einfach vor Begeisterung sich nicht zurückhalten können. Die sind begeistert, locker, laut, sprechen sehr schnell oft, weil sie ganz so aufgeregt sind, weil sie mit Leuten zu tun haben und das alles so viel Spaß macht und alles so toll ist. Worte, inhaltlich, reden die viel von Spaß, von Aufregen, von Sachen, die einfach toll sind. Die Grünen dagegen, die Körpersprache ist zurückhaltend, warm, herzlich, aber von so einem Roten oder einem Gelben auch mal als abweisend empfunden. Das sind Menschen, die auch eher sich langsam bewegen. Die Stimme ist ruhig. Sie machen Pausen. Oft auch zögernd und sehr, sehr sanft. Das sind insgesamt sanfte Menschen. Wir nennen sie auch die Unterstützer. Inhaltlich reden die über Beziehungen, über Garantien, Versprechen. Die wollen gerne möglichst viel Sicherheit haben. Die Blauen, die Controller. Körpersprache ist distanziert, kühl. Das sind introvertierte Menschen, die aufgaben- und ergebnisorientiert sind. Die wollen nicht umarmt werden, bei denen muss man den Smalltalk auch kurz halten oder vielleicht sogar kurz halten. Ich würde es immer machen. Die Stimme ist monoton, ruhig, langsam, nachdenklich. Inhaltlich reden die von Fakten. ZDF steht für Zahlen, Daten, Fakten. Von Sicherheit, von der dritten Nachkommastelle. Die wollen wissen, wie viel Scheuertouren der Sofabezug hat und aus welchem Polymer die Front der Küche ist. Das sind diese Typen. Okay, die Arbeitsstile. Der Rote, der Direktortyp, der haut einfach mit der Faust auf den Tisch. Der Entertainer, der hat einfach Spaß, lehnt sich zurück und guckt mal, was die Leute für einen geilen Job machen. Und wenn sie nicht machen, ist auch egal. Hauptsache, es ist lustig. Der Grüne, der denkt erstmal zusammen nach, bespricht alles lieber dreimal als einmal zu wenig. Der holt Menschen ab, der nimmt Menschen mit. Und der Blaue, der Controller, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann, das Zahlenschloss hat einen 10-stelligen Code, das kriegt noch nicht mal die NSA auf. Das sind Menschen, die gerne als Letzte lachen, die gerne extrem gut vorbereitet sind. Wie regeln die Dinge? Also wie kriegen sie Sachen geregelt? Der Rote versucht sich einfach durchzusetzen durch Energie, rumbrüllen, andere rumbossen, durch Bestimmen. Der Entertainer, der, ich weiß nicht, ob man das sieht, da sind Golfschuhe, der geht erstmal eine Runde golfen, geht danach mit den Leuten eine saufen und dann guckt er mal, was dabei rauskommt. Der Grüne, der flüstert es dir ins Ohr und bespricht es erstmal richtig in Ruhe. Und der Blaue, der denkt darüber nach, aber alleine. Okay, das war's erstmal soweit.